Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei CNN und herzlich willkommen zurück zu Worst Advice. Ja, dieses Format kommt ja immer dann, wenn uns was Neues ereilt hat rund um die Patchfrage bei Star Citizen und genauso ist es natürlich jetzt gewesen. Ihr habt es mitbekommen, die Alpha 3.13 ist live jetzt seit vergangener Woche und ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, wenn wir das Ganze jetzt mal genauer und in die Lupe nehmen, denn das passiert ja immer in Worst Advice und der Sudo hat hier eine ganz, ganz tolle Folge vorbereitet. Ja, Wusi ist gerade nicht am Start, der macht momentan etwas Star Citizen Pause, kommt dann später im Jahr wieder dazu und dementsprechend habt ihr jetzt mit uns beiden das Vergnügen. Ja, Sudo, du hast dich reingekniet und die Folge vorbereitet, also produced hier. So ein paar einleitende Worte von dir? Ja, also für mich persönlich, vielleicht das schon mal so ab zu, was man so mitkriegt, ein guter Patch, ein sehr polarisierender Patch, aufgrund von zwei gewissen Fahrzeugen, die wir dazu gekriegt haben. Mhm. Aber ansonsten glaube ich, und das haben wir ja jetzt schon aus der Vergangenheit viel mitgekriegt, auch in sehr vielen Bereichen Quality of Life Improvements, also Verbesserungen, die uns einfach das Spielgefühl etwas verbessern. Weil ja noch die Kerntechnologien auf sich warten lassen. Genau, Kerntechnologien, das sind die Sachen, in denen wir immer in The Deeper Look drüber sprechen, mit rauchenden Köpfen, zumindest auf meiner Seite. Da könnt ihr natürlich gerne reingucken, wenn es um iCache, wenn es um Server-Meshing und diese ganzen Technologien geht, auf die wir ja im Großen und Ganzen noch warten, bis der große, fette, neue Content kommen kann. Aber das gibt uns natürlich auch mal das Stichwort. Ihr seht ja oben so ein bisschen eingeblendet, was wir in der Folge so durchgehen wollen. Wir fangen natürlich mit dem neuen Content an und das, was sozusagen das Allerwichtigste erstmal ist rund um den Patch zusammen mit ein paar Tipps und Tricks, die wir so haben. Wir gehen dann zu den bekannten Fehlern und natürlich auch die Fahrzeuge habe ich jetzt natürlich nicht vergessen, sondern die gehören mit zu dem neuen Content. Dann gehen wir zu den bekannten Fehlern und gucken uns also an, was muss man also wissen und beachten. Und dann reden wir einfach nochmal ein bisschen frei zu unseren Highlights, zu unseren Erfahrungen mit dem Patch. Jetzt konnten wir ja auch ein bisschen was dabei machen. Und denkt daran, bei YouTube könnt ihr auch die Kapitel direkt auswählen, die euch besonders interessieren. Das heißt, ihr könnt sozusagen einfach im Video weiterskippen. Wir sind euch da gar nicht böse. Nee, wir wissen ja, dass wir gut im Reden sind. Genau, so ist es ja. Richtig. Ja, und deshalb würde ich sagen, lass uns doch mal direkt in Medias Res gehen und wir gehen zu unserer ersten Kategorie und die ist natürlich New Content. Was haben wir jetzt Neues und Wichtigstes im Patch drin? Sudo, du darfst anfangen, du hast da vorbereitet. Genau, danke. Ja, ich glaube, das, worauf wir alle mit am meisten gewartet haben, weil es auch den meisten Einfluss auf das Spielen dann für sich hat, ist jetzt das neue Reputationssystem, das wir erhalten haben. Mhm. Und damit eben vor allem auch die neue App Immobilas. Wir haben nämlich jetzt in dem Zusammenhang, wie gesagt, bei einigen der Missionen, das betrifft hauptsächlich Transportmissionen sowie das Bounty Hunting, haben wir da in den Bereichen jetzt das neue Reputationssystem, ebenso wie bei den ganzen Mission Givern, die wir haben, Wallace, Klim und Co. Und dort können wir uns jetzt Step-by-Step einen Ruf erarbeiten. Und diesen Ruf können wir dann auch in der Mobiglas-App einsehen und können dann mit unterschiedlichen Stufen unterschiedliche Boni freischalten, indem wir erst ab einem gewissen Ruf gewisse Missionen erhalten, beziehungsweise dass wir besser bezahlt werden für die Missionen, die wir abschließen. Und das Ganze ist natürlich noch eine Tier 1-Version von diesem Reputationssystem. Das heißt, es ist noch in seinen Kinderschuhen, wie alles, was als neue Mechanik kommt, ne? Genau, deswegen ist auch noch nicht jede Mission mit abgedeckt. Also beispielsweise, wenn ihr die Befreiungsmission von Korea macht, die ja offiziell von Crusader Security ausgeschrieben wird, dann bedeutet das leider zurzeit noch nicht, dass ihr damit den Ruf bei Crusader Security erhöht, weil diese Mission einfach in dieses Reputationssystem noch nicht mit eingearbeitet worden ist. Genau, richtig. Und von dort aus sind natürlich auch ganz besonders, da muss man sagen, während auch die Alpha jetzt live ist, dieser Patch live ist, liegt da ein Testfokus drauf. Das bedeutet, hier ist insbesondere CIG sehr daran interessiert, dass ihr Feedback dazu gibt, auch wie sich das Ganze anfühlt, wie das Ganze letztendlich bei euch rüberkommt, um das dann weiter zu entwickeln. Denn das Ganze wird uns jetzt von jetzt an wahrscheinlich über Jahre begleiten, könnte man sagen. Ja,
Absolut. Es wird einer ja der ganz zentralen Bestandteile sein, die ja nachher auch dann durch den Ruf bei den einzelnen Fraktionen ergänzt werden, auch für den Piratenteil natürlich, also auch zum Beispiel Outlaw-Vereinigungen, Outlaw-Gruppen, die werden da dann Step-by-Step ergänzt werden, genauso wie dann Xian und Co., wenn sie denn dann den Weg ins Spiel finden. Genau, so ist es. Ja, nächstes großes Ding und jetzt eher ein optisches Highlight im Gegensatz zu einer neuen Mechanik mit dem Reputationssystem sind die Cave Entrances, also die neuen Eingänge, die wir inzwischen für die ganzen Höhlen haben. Und da gibt es auch einiges, was man jetzt dazu erzählen kann. Unter anderem zum Beispiel, dass man jetzt eben mit Fahrzeugen und sogar eben Schiffen, je nachdem wie groß der Eingang ist, eben mit unterschiedlich großen Schiffen in diese Höhlen hineinkommt. Es gibt letztendlich zwei verschiedene Eingänge, sozusagen ein Sinkhole, wie man so schön sagt, wo man eben einfach von oben sozusagen reindroppt in diese Höhle. Und dann gibt es noch sozusagen einen erweiterten Haupteingang, wo man mehr oder weniger reinfahren kann. Du hattest erzählt, so im Vorgespräch rund um die Folge, dass du ziemlich gesucht hast, bis du dieses Sinkhole gefunden hast, ne? Oder ja, bis du eine mit Sinkhole gefunden hast. Ja. Ich hatte im PTU das Riesenproblem, dass ich genau die Missionen, weil auch mit den Cave Entrance haben wir neue Missionen bekommen. Und wenn ihr solche Höhlen sucht, dann guckt einfach im Missionstext. Da steht mit drin, ob die zu Fuß begehbar oder mit Fahrzeug oder mit eben einem Raumschiff zu befliegen ist. Leider hatte ich genau diese Mission nicht. Dementsprechend musste ich dann selber gucken. Und deswegen, wer sich mal ein Sinkhole angucken möchte, dem kann ich nur empfehlen, auf Daymar gibt es Kudro Or und direkt neben der Station von Kudro Or ist ein Sinkhole. Ja, super. Okay. Na dann, auf diese Art und Weise geht das natürlich dann ganz gut. Schreibt euch das auf. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, um zumindest mal eins gesehen zu haben. Aber ja, es ist natürlich auch ganz spannend, wenn man dann in einer Mission dann auch wirklich mal drauf stößt oder einfach durch Zufall irgendwie mal drüber fliegt. Haltet danach Ausschau. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Geschichten. Weiter ging es natürlich mit einem Punkt, der, ja, auf den wirklich nun schon viele, viele Bäcker seit vielen, vielen Jahren, ich glaube, letztendlich mit ihrem Erscheinungsdatum 2013 drauf warten. Und zwar, was ja eins der Hauptargumente war, dass die Constellation ein Beiboot hat, ein kleines Schwesterschiff, was angedockt ist und ja, was bisher immer dort festgesteckt hat an dem Ding, ne? Genau, einer dieser ganz zentralen Mechaniken, die sich ja dann auch noch zu Ship-to-Station-Docking erweitern sollen in der nahen Zukunft, ist eben genau dieses Ship-to-Ship-Docking aktuell als Implementierung mit der Constellation und der Merlin, wo ihr eben die Möglichkeit habt, das vielleicht nochmal für alle, die noch nicht wissen genau, wie es funktioniert, ihr steigt in die Merlin ein, könnt dann entsprechend mit N gedrückt halten, euch von der Constellation abdocken und könnt dann entsprechend wegfliegen. Auch da gibt es noch einen kleinen Bug, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Aber im Allgemeinen ist das genau das. Wenn ihr zurückkommt zum Schiff, dann ist eben die Thematik, dass ihr einmal das Schiff anvisiert, eben genauso wie ihr von der Merlin die Constellation anvisiert, so wie wenn ihr sie abschießen wollen würdet. Damit wird dann, wenn die Constellation euch nicht selber gehört, eine Dock-Erlaubnis angefragt, die dann der Pilot bestätigen muss. Wenn sie euch selber gehört, dann werden einfach die Luken geöffnet und dann kriegt ihr diese neue Undock-UI, das in Building Blocks gebaut worden ist. Damit könnt ihr dann entweder manuell docken, indem ihr die entsprechend aufeinander legt, oder ihr fliegt einfach nah genug unter die Constellation an der Stelle, wo die Merlin normalerweise hängt, und haltet dann wieder N gedrückt. Dann dockt sie automatisch. Genau, richtig, ja. Und da gab es so ein paar Hindernisse und Schwierigkeiten noch während des PTUs, wenn ich mich recht entsinne. Da gab es so das ein oder andere, dass man sich gerne gegenseitig damit in die Luft gesprengt hat. Aber wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, ist das Undock-Manöver jetzt bis auf persönliche Fehler, die man dabei beim Manuellen machen kann, eigentlich relativ sicher geworden, oder? Genau, also im PTU, für alle, die es noch nicht mitgekriegt hatten, war eben die große Problematik, dass man, wenn die Constellation nicht hundertprozentig stillstand, beide Schiffe explodiert sind. Jetzt haben sie das so behoben, indem im Notfall für den jeweiligen Spieler, bei dem es gerade nicht ganz synchron war,
die Merlin einfach durch die Gegend flippt und dann auf einmal an der Constellation dranhängt. Hat man gerade in dem Video auch gesehen, dass es noch so einen kleinen Ruck gab und dann warst du sozusagen eingenordet und dann ging es hoch, ne? Genau. Das ist eindeutig ganz gut zu sehen gewesen. Und ansonsten, wie gesagt, einen kleinen Wermutstropfen haben wir gleich noch bei den Known Issues bezüglich der Merlin, der Constellation und ihrer Spielsymbiose. Aber dazu kommen wir dann eben, wie gesagt, gleich noch. Ein bisschen mehr wollen wir natürlich die Spannung halten. Ich gehe jetzt nochmal zum weiteren neuen Thema. Ein Thema, diese Mechanik, von der berichte ich auch schon gefühlt seit 2015. Es ist nicht mal gefühlt, ich weiß, dass ich seit 2015 davon rede. Jetzt ist sie auf eine völlig andere Art und Weise ins Spiel gekommen, als ich es ursprünglich mal dachte. Denn wir reden von Object Push and Pull und ursprünglich war da mal gemeint, dass man sich im EVA wirklich irgendwo ranziehen und wieder wegstoßen konnte. Jetzt geht es aber wirklich um Objekte, das heißt, dass man sich nicht mehr selber zieht, sondern dass man etwas anderes schiebt oder zieht. Und das ist jetzt in einer sehr lustigen, abgefahrenen Form ins Spiel gekommen, nämlich in Form eines Trolleys, den es jetzt im Spiel gibt. Und diesen Trolley kann man jetzt bewegen. Auch da sei von vornherein schon mal gesagt, Vorsicht mit den Stellen, wohin ihr ihn bewegt und wie ihr ihn bewegt. Da kommen wir auch nochmal zu den Known Issues zu. Aber ansonsten kann man letztendlich damit lustige Sachen machen und im Endeffekt ja sogar schon Kisten durch die Gegend schieben und so, wenn man das will. Aber sie sind gar nicht so leicht zu finden, Sudo, ne? Genau, also sag ich mal, meine bisherigen Erfahrungen damit ist, man findet sie nicht auf Lorville, wo ich sie eigentlich erwartet hätte, einfach aufgrund des Ambientes. Mhm. Dort habe ich es auf jeden Fall nie geschafft, sie zu finden. Wo ich sie hinbekommen habe, ist auf den Orbitalstationen, also Everest Harbor beispielsweise. Und dort dann in den großen Hangars und da auch nur, wenn ihr ein Schiff in diesem Hangar spawnt, weil scheinbar ist das irgendwie aneinander gekoppelt, dass die erst spawnen, wenn auch ein Schiff dort gespawnt wird. Ja. Okay, also sind noch sehr rar an sich. Und wie gesagt, man muss noch ein bisschen im Handling aufpassen, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu, aber es ist sozusagen auch hier ja nicht, es geht ja jetzt hier nicht darum, dass Star Citizen endlich als Feature Trolleys hat, wo wir alle schon ewig drauf gewartet haben, sondern es geht natürlich darum, dass die Mechanik an sich im Spiel, im Verse und letztendlich auch in der Server-Performance getestet wird und man daraus entsprechende Schlüsse zieht, um sie dann weiterzuentwickeln. Ne? Also das sollte nur nochmal gesagt werden dazu. Ja. Gut, ja, und dann gab es noch, ich sag mal so, eher kosmetische Änderungen beziehungsweise Neuerungen und die haben zwar alle durchaus so ihren Hintergrund auch in der technischen Finesse, aber letztendlich kann man sie ganz gut unter visuellen Änderungen zusammenfassen. Ne? Genau, also zum einen haben wir dieses, wie CIG es nennt, Hull Visual Degradation, also im Endeffekt jetzt die Möglichkeit oder jetzt den Nachteil, dass unsere Schiffe verschmutzen, dass unsere Schiffe abnutzen, der Lack, wenn wir mit ihnen unterwegs sind. Das passiert auch jetzt in der Live-Umgebung noch relativ schnell. Nicht so schnell wie im PTU, aber immer noch ziemlich schnell. Das heißt, wenn ihr Kratzer und Dreckspuren und Ähnliches an euren Schiffen findet, dann ist das auf diese neue Mechanik zurückzuführen. Da vielleicht noch der kleine Hinweis, das funktioniert nur mit den Schiffen, die jetzt schon diese neue Shader-Technologie, die CIG gebaut hat, vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr hat. Das heißt, Schiffe wie die Carrick, Schiffe wie die Mercury Star Runner oder eben auch die 890. Ältere Schiffe haben dieses Feature aktuell noch nicht. Das wird dann wahrscheinlich mit den Shader-Anpassungen kommen. Ja. Ein anderer Punkt ist, wo ja viele drauf gewartet haben und was auch im Issue Council und im Spectrum dann sehr viel kontroverse Diskussionen ausgelöst hat, die Schiffsnamen und Schiffsseriennummern. Ja, können wir jetzt endlich sehen, aber ziemlich klein. Also auch ich musste, als ich sie auf meiner Mercury angebracht habe, erstmal kurz gucken, wo steht's denn jetzt. CIGs Aussage dazu, das soll nicht so bleiben.
Das ist aktuell eben mit der Thematik, dass sie die Schriftart dort nicht einfach frei groß und klein skalieren können, aufgrund der aktuellen Technologie, die dahinter steht. Das wird sich in Zukunft ändern. Auch das ist nur Version 1, die wir da erhalten. Genau. Was ich auch wirklich schön fand, war, wenn wir es jetzt so machen würden, rein von der Art, wie das Ganze als Textur angelegt ist, wie wir es gerne hätten, wäre die Schrift unlesbar und unscharf. Genau. Okay. Auch das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit, wenn es irgendwie an irgendwelchen Stellen mal irgendwelche zum Beispiel Texte auf Displays geschrieben hat oder Texte auf Notizen geschrieben hat oder ähnliches auf Notizzettel, wo man ganz klar sieht, das ist nur mal eben so dahin gebaut. Da ist die Technologie eigentlich noch nicht für vorhanden. Richtig. Dann ratet man mehr, was da steht, als... Das ist genau wahr, ja, genau. Ja, und dann gibt es noch neue Felsen. Genau, dann hat CRG die neuen Asteroiden. Sie haben ja jetzt ein neues Tool, mit dem sie Asteroiden generieren können, die wir jetzt überall im Verse finden, also sowohl im Ring um Yela als auch an den, beispielsweise den ganzen Stationen. Lagrange-Stationen und natürlich auch im Belt. Dort finden wir jetzt diese neuen Formen der Asteroiden. Sehen besser aus, haben bessere Texturen, sind unterschiedlicher, als sie es früher waren. Ein bisschen Quality of Life. Genau, richtig. Ja, also das letztendlich erstmal in der Gesamtzusammenfassung wirklich, was sind die Highlights dieses Patches. Ihr wisst ja, mit einem Quartalspatch kommen immer eine ganze Menge Sachen mit rein und da reden wir dann im weiteren Verlauf auch noch ein bisschen drüber. Wir haben aber natürlich auch neben den jetzt optischen oder Gameplay-Mechaniken oder entsprechenden Features, die verändert wurden, auch wie immer, muss man ja sagen, in letzter Zeit neue Schiffe beziehungsweise in dem Fall sind es Fahrzeuge mit reingekriegt. Von denen sind eigentlich, muss man sagen, beide mehr oder weniger eine Überraschung gewesen, dass sie überhaupt reingekommen sind, also dass es sie überhaupt gibt. Das eine war dann kurzfristig angekündigt, wenn ich mich richtig entsinne, im März kam die Ankündigung für den Tumbril Cyclone MT und dass es dann im Endeffekt noch ein anderes Fahrzeug gibt, das kam dann erst raus, als das PTU irgendwie freigeschaltet wurde. Nämlich ein Mining-Vehikel. Das kam raus, als es dann auf einmal einige im Account hatten. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, es stand nicht mal in den Patch-Notes drin. Zumindest richtig. In den ersten nicht. Richtig, ja, das stimmt, richtig, genau. Aber kommen wir doch mal zum ersten von den beiden. Ich fange jetzt einfach mal mit dem an, weil mit dem habe ich mich noch bisher am meisten beschäftigt. Du kannst ja dann gerne zu dem Dual-Seater was sagen. Übrigens, beide haben wir vorgestellt in einer Let's Play-Episode, in einem Let's Play First Look. Wenn ihr die angucken wollt, macht das gerne. Es ist nicht nur eine schöne Vorstellung von beiden Fahrzeugen, wo wir auch mal so ein paar andere zum Vergleich daneben gestellt haben, auch nochmal den kleineren Rock daneben gestellt und einfach mal so ein bisschen verglichen haben, was die Fahrzeuge so im Vergleich zu den anderen aus ihrer Serie oder aus ihrer Reihe so können, machen und tun sollen. Sondern es ist tatsächlich auch noch ein bisschen Urlaubsfeeling, muss ich sagen, wenn ich die Episode da mal reingucke, das ist total hübsch, weil wir so ein Alpenpanorama da haben und wo man ja jetzt, also gerade jetzt hier so, ich als Flachländer überhaupt nicht in die Berge komme momentan, ist es total angenehm. Nein, also total schöne Episode, schaut da einfach mal rein, aber ansonsten gucken wir natürlich uns jetzt ganz kurz mal an, was es mit den Fahrzeugen auf sich hat. Also der Tumbril Cyclone MT ist aus der Cyclone-Reihe, wie man unschwer erkennen kann, also ein Schnellkampffahrzeug, wenn man so will. Es hat, er ist bewaffnet mit insgesamt 4 Raketen bzw. 2 Missile Racks, wo, wenn ich jetzt richtig informiert bin, 2 Size 2 Raketen drin sind. Und er hat aktuell serienmäßig verbaut eine Longsword Series 9 Ballistic Cannon. Genau. So, also er ist ansonsten, kann man auch jetzt so gar nicht so viel dazu sagen, was jetzt seine im Endeffekt Kampfkraft angeht, weil das ist sicherlich eine Sache, die sich vor allem durch Theaters of War zeigen wird. Im aktuellen Punkt ist es eher schwer einzuschätzen. Momentan sieht man so die Vorteile von dem Fahrzeug noch nicht so richtig im Gegensatz zu seinen Einzelmodellen. Aber gut. Vermutung ist da ja, weil es eigentlich auch keinen Sinn macht,
ein solches Fahrzeug speziell für Star Citizen zu bauen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, dass sie ihn möglicherweise ja für Squadron 42 brauchen könnten. Ja, ja. Das kann durchaus eben auch sein. Genau. Also das auf jeden Fall zum Cyclone MT. Wie gesagt, eine Mischform aus dem Cyclone AA und dem Cyclone TR für 3 Personen. Und jetzt aktuell nicht nur natürlich im Patch verfügbar, sondern natürlich auch im Sale. Automatisch mit der Alpha 3.13 ist er jetzt auch in den Verkauf gekommen. Und wenn ich das richtig überblickt habe, bleibt er das noch bis 10. Mai. Ja, soviel also zum Cyclone. Und damit hätten wir dann noch das andere schöne Fahrzeug hier vor uns. Und das wäre dann eine komplette Überraschung gewesen. Genau, der Greycat Rock DS, der Greycat Rock Dual Seat, der effektiv gesehen große Bruder des Greycat Rock, den wir schon kennen. Mhm. Noch größere Diskussionen, die dieses Fahrzeug ausgelöst hat, als schon beim MT, weil beim MT schon viele gesagt haben, nur warum gab es den nicht zuerst? Mhm. Beim DS eben genau dasselbe und da gehen die Lager aber noch mehr auseinander. Ja, denn der Greycat Rock hat mehr als das Doppelte an Kapazität, das er laden kann im Vergleich zum normalen Rock. Und er braucht 2 Personen, beziehungsweise er hat 2 Sitze, nämlich einmal den Fahrer und einmal den Mining Operator, der dann einen sehr frei hängenden Arm an der Außenseite hat, mit dem er dann rangieren kann. Ein großer Unterschied zum Rock ist an der Stelle auch, dass der Fahrer beim Rock DS eine geschlossene Kabine hat, mhm, die unter Atmosphäre gesetzt ist, während der Operator im Sitz außen gar nichts hat. Ja. Der sitzt wirklich frei. Und das sind dann wieder um große Diskussionen, die es in der Community gab. Warum braucht es 2 Personen? Warum hat man den Arm nicht für den Fahrer gesetzt? Warum ist es keine geschlossene Kabine? Warum oder woher kommt auch der Cargo-Raum? Das macht doch gar keinen Sinn, dass es so viel mehr ist bei der Größe des Fahrzeugs. All das, denke ich, sind Punkte, die man sich auch einfach im Laufe des späteren Spiels mal angucken muss, wie sich das weiterentwickelt und was CRG daraus macht. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, man kann damit sehr gut meinen und auch das Fahrverhalten ist sehr, sehr gut. Mhm, richtig. Das muss man fairerweise sagen, ist inzwischen auch beim kleinen Rock ziemlich gut geworden. Sie haben es beide Male verbessert, aber der Rock DS hat irgendwie aufgrund seiner, weiß nicht, Spurbreite oder so, sitzt der nochmal irgendwie sicherer auf dem Untergrund. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es ist auf jeden Fall mehr als gefühlt der Unterschied. Das war das Einzige, was ich festgestellt habe, auch beim Aufnehmen der Videos, weil ich ja ein bisschen vom Außenpunkt, wo ich sie gespawnt habe, weggefahren bin. Man sollte mit ihm keine Rennen fahren oder keine größeren, bei den größeren Strecken aufpassen. Denn was man sehr schnell feststellt, ein großer Nachteil vom Rock DS ist, dass nur die beiden vorderen Reifen, die ja wirklich sehr weit nach vorne verlagert sind, im Gegensatz zum Rest der, der Bereifung, mitsteuern. Oh, das heißt, okay, wenn man zum Beispiel mit den hinteren Reifen zuerst landet, dann fährt man einfach in dieselbe Richtung weiter, solange bis die vorderen Reifen dann irgendwann mal aufsetzen. Oh je, ich verstehe. Oder wenn nur die vorderen aufkommen, dann reißt das Fahrzeug direkt komplett rum und spinnt. Guter Tipp, also das ja. Vielleicht das vielleicht als Hinweis noch. Das als Tipp ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Also es ist nun mal kein Rennfahrzeug, das sollte man wissen. Aber auch bei, ja, wenn einem dann doch mal der Bleifuß drückt, seid vorsichtig mit dem Ding. Ja, kann man so sagen. Also ich kann noch vielleicht sagen, was ich, nachdem ich das FAQ gelesen habe und auch so ein bisschen die Diskussion verfolgt habe, was ich glaube, wohin die Reise da gehen soll. Ich denke tatsächlich, dass der kleine Rock, der eben auch eine geschlossene Kabine ist, hauptsächlich dafür gedacht sein wird, entweder in der Atmosphäre oder zum Beispiel in so Höhlen oder ähnliches, wo man jetzt nicht direkt der Witterung ausgesetzt ist zumindest, aber wo man vielleicht einen Anzug braucht, aber letztendlich jetzt nicht keinen Novikov oder sonst irgendwas, dass man da drin mit dem Ding abbauen soll. Da kommt nämlich der DS gar nicht rein in der Regel. Also das ist, oder er hat große Schwierigkeiten da drin zu navigieren. Wohin der DS wirklich dafür gedacht ist, in den eher widrigen Bedingungen, entweder wirklich auch alleine mit ein bisschen
bisschen Umstand, ne? Von wegen, ich komme raus und kletter rein und dann meine ich und dann gehe ich rein und fahre weiter. Oder eben wirklich dann zu zweit unterwegs zu sein, wobei der andere dann eben entsprechend wetter- und witterungsgeschützt sein muss, aber eben auch von der Basis aus. Also ich denke, das sind schon die Ideen, insbesondere, dass der Rock doch der kleinere Rock eher dafür gedacht ist, vielleicht in diesen Höhlen in Zukunft unterwegs zu sein oder eben dort, wo die Atmosphäre es zulässt, also eher in einem geringeren sozusagen Umkreis um einem Mutterschiff oder eine Basis herum. Das wird mir jetzt so langsam klar. So. Genau, und man muss immer im Hinterkopf behalten, beide Fahrzeuge sind nicht für Langdistanz ausgelegt. Ja. Und dafür sind sie eben auch nicht gedacht, sondern sie sind immer gedacht, entsprechend aufgrund in erreichbarer Distanz zu einer Basis oder einem Schiff eben zu operieren. Das heißt, auch da ist Sauerstoff und ähnliche Geschichten sollen dann einfach an der Basisstation aufgefüllt werden. Genau. Und was man auf jeden Fall noch sagen sollte, ist, gerade für die Leute, die jetzt einen ROG oder einen DS besitzen, aber gerade was den ROG angeht, insgesamt haben sie die Fahrstühle bei den Schiffen sehr, sehr schön optimiert und überarbeitet. Auf der Constellation zum Beispiel gibt es sehr, sehr viel weniger Glitching, Bugging und die halten jetzt mal da drauf. Und zum Beispiel, was ich sehr beeindruckend fand, ich habe es nicht selber ausgetestet, aber ich habe es gesehen bei unserem Crewmitglied Rabinat, wie jetzt der ROG 1A auf die Nomad hinten rauf passt, ohne zu glitschen oder sich in irgendeiner Weise zu verhaken und zu verkanten. Genau, also es ist ja für die 3.16, glaube ich, angeplant, dass es sauber bei allem und überall funktioniert. Da steht zumindest aktuell genau dieses Feature mit Fahrstühlen und Verhalten von Kisten und Objekten sehr gut. Mhm. Scheinbar sind sie schon dabei und die ersten Updates haben es da schon in Zwölf geschafft. Mit Kisten beispielsweise funktioniert es aktuell gar nicht. Mhm. Ja, okay. Also gucken wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut, ja genau, gucken wir mal. Und das da ist auch ein gutes Stichwort, um mal weiter zu gucken, nämlich zu unserer nächsten Kategorie mal rüber zu gehen und zwar uns mal die Known Issues anzugucken für diesen Patch, so wie er jetzt aktuell in der Live-Version ist. Und so ein paar Sachen haben wir oder hast du hier zusammengeschrieben. Ich lese mal das erste vor. Unsichtbare Fahrstühle bzw. Fahrstuhl oder UI. Also einen unsichtbaren Fahrstuhl hatte ich noch nicht, aber in einen Fahrstuhl ohne UI hatte ich schon. Und das ist sehr ungünstig, weil man im Zweifel in diesem Fahrstuhl gefangen ist. Ja, wobei auch da vielleicht einfach der Hinweis, in den meisten Fällen ist da zwar eine Tür, aber durch die kann man durchlaufen. Siehst du, auf die Idee bin ich nicht gekommen, einfach durch die Tür durchzulaufen. Ja, das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Also es ist nur eine Textur, die aber keine Kollision hat. Das heißt, in den meisten Fällen kann man, wenn das UI nicht vorhanden ist, einfach aus dem Fahrstuhl wieder rauslaufen. Okay, alles klar. Mhm. Ähnlicher Punkt, den kann ich ja vielleicht einfach schon mal vorweggreifen, durchs Issue Council, auch da schon ein weiterer Bug, der mit Fahrstühlen zusammenhängt, nämlich dass Fahrstühle doppelt vorhanden sind. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur doppelte Züge, sondern auch Fahrstühle. Richtig, ja, kann auch sehr gut sein. Ja, dann wahrscheinlich einer der wichtigsten oder zu erwähnenden Bugs, die es momentan gibt, das Ausloggen im Bett. Sollte man nicht tun momentan. Ja, ein ganz zentrales Problem, deswegen ist es auch der erste Punkt, der bei CIG in den Patchnotes steht. Lockt euch auf gar keinen Fall im Bett aus. Das Bett hat nämlich aktuell, egal wo, das ganz zentrale Problem, dass es passieren kann, dass ihr euch dann beim Rejoin ins PU, und da hilft auch nicht das Spiel schließen und den Launcher schließen und alles neu machen oder PC neu starten, hilft alles nichts. Ihr landet dann in einem Endlos-Ladescreen. Das Einzige, was ihr dann machen könnt, ist ein Character Reset. Und wie wir alle wissen, können dabei durchaus einige Spielfortschritte verloren gehen. Mhm. Dementsprechend wäre das zu vermeiden. Ja, genau. Also bitte, bitte denkt daran, momentan nicht in den Betten ausloggen. Und ich weiß, es passiert schnell. Es wird uns im Let's Play im Zweifel auch passieren. Wenn jemand sagt, ach, ich logge mich hier mal schnell aus und dann, bis alle irgendjemand reagieren kann, ist das dann schon passiert. Also denkt da dran, wichtiger Fehler momentan. Genauso wie ich vorhin schon mit den Trolleys erwähnt habe, haltet sie bitte aktuell nach wie vor von den Landepads fern. Man hat auch im Video gesehen, wie du schön gestoppt hast, bevor das Landepad wirklich anfing. es kann nämlich letztendlich sein, dass sie verbuggen. Also eigentlich sollte es so sein, dass sie gar nicht raufgeschoben werden können.
oder beziehungsweise deine Grenze ist. Aber ich habe auch schon gesehen jetzt in der Live-Version, dass das hin und wieder mal, wenn man es ein bisschen austrickst, dann funktioniert das nicht so richtig und dann verbuggen die komplett und dann sind sie unusable und unter Umständen hängt man selber noch dran, wenn man Pech hat. Genau. Was auch aktuell sehr gerne passiert, ist, dass sie einfach durch den Boden dann durchfallen. Mhm. Allgemein kann man aber auch da noch als Erweiterung zu sagen, sie bringen auch aktuell nichts. Also ihr könnt sie zwar ein bisschen durch die Gegend ziehen, aber ihr kriegt sie auch auf keine Rampen von Schiffen drauf, weil sie eben die Rampen oder der Winkel der Rampen aktuell einfach zu steil ist, als dass ihr sie da hochbekommt und solche Geschichten. Das heißt, ihr könnt sie nur ein wenig durch die Gegend schieben. Mehr geht damit zurzeit einfach noch nicht. Richtig, genau. Kurze Meldung vielleicht einfach, die nehme ich mal vorweg, bevor du dann nochmal zu deiner Constellation kommen darfst. Und zwar, kurze Meldung, kein Refuel und kein Rearm in New Babbage aktuell möglich. Das bedeutet, wenn ihr dort das Mobiglas aufruft und versucht, etwas für euer Schiff zu erreichen, gibt es keine Services zum aktuellen Zeitpunkt. Ich glaube ja eigentlich, dass sie das nur hier so mal reinschreiben, stellvertretend für die ganzen Orte, wo es nicht so richtig funktionieren will. Ja. Aber gut, New Babbage ist auf jeden Fall confirmed, kann man so sagen. Ich wollte gerade sagen, man muss ja dazu sagen, es war schon mal schlimmer. Ja, es war schon mal sehr viel schlimmer, als Cryastro noch da war, ja, sagt der alte Mann hier aus den frühen Alpha-Tagen. Da ging es offiziell immer. Da haben sie dir halt nicht den Sprit dann eingetankt. Genau. Ich werde da irgendwann noch eine Bombe legen. Egal. Habe ich nicht gesagt. Weiter im Text. Die Constellation. Waren wir ja vorhin gerade dabei. Constellation und Merlin Docking, ein schönes Feature, aber das Abdocken der Merlin ist aktuell nur wirklich sinnvoll, wenn ihr euch entweder die Constellation mal von außen angucken wollt oder wenn ihr zu zweit unterwegs seid und jemand bleibt an Bord der Constellation. Denn wenn ihr mehr als 30 Kilometer davon entfernt seid, dann greift das Object Container Despawning und dementsprechend verschwindet dann die Constellation. Und da wir alle wissen, dass die Merlin keinen Quantum Drive hat, habt ihr dann entweder die Möglichkeit, euch selbst umzubringen und zu respawnen oder entsprechend zu hoffen, dass der Service Beacon funktioniert. Genau. Dass das geht. Genau. Sonst kann man nämlich auch mal, habe ich gehört, soll schon passiert sein, alleine mit einer Merlin in einem Asteroidenfeld hängen bleiben, weil man da gerade Aufnahmen machen möchte. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ihr seht, ne? Nehmt das ernst, was wir hier erzählen. Das ist uns im Zweifel selbst passiert. Genau. Ja, ansonsten, was ich noch hier auf der Liste habe, ist, dass ihr euch nicht wundern müsst, wenn unter Umständen mal der Quantum Drive bei euch nicht funktioniert oder der Quantum Jump nicht funktioniert, weil nämlich einfach jemand bei euch mit auf der Brücke steht, also ein anderer Spieler, um genau zu sein. Das kann letztendlich dann einfach dazu führen, dass es in irgendeiner Weise Synchronitätsprobleme gibt und dass dann einfach schlichtweg der Drive nicht funktioniert oder das Ding nur so tut, als wenn es springt und letztendlich passiert gar nichts. Also, dieser Bug hat scheinbar ein einnehmendes Wesen. Denn früher war es ja nur, wenn sich jemand in einen Sitz auf der Brücke setzt. Richtig. Jetzt ist es scheinbar schon, wenn man nur auf der Brücke steht. Ne? Denk da dran. Also bei mir ist es letzte Mal gut gegangen mit noch jemandem auf der Carrick, aber es kann wie gesagt einfach auch sein, dass das eine ungünstige Kombination ist gerade da. Ja. So, also in der offiziellen Liste habe ich jetzt noch nichts. Hast du noch was Kleineres, was du noch einbringen willst oder wollen wir weitergehen? Ich denke, ganz wichtig einfach zu sagen, wie gesagt, guckt in die Patch Notes. Ja. Meist auch bitte weiter als den offiziell ersten Patch, denn die Zeichenbegrenzung im Spectrum führt dazu, dass CRG meist 3-4 Replies noch da drunter setzt, wo dann weitere Known Issues und Co. drin stehen. Also scrollt einmal durch die grünen Markierungen komplett durch. CRGs Schrift ist immer grün. Dann könnt ihr dort alle Sachen nochmal nachlesen. Genau, wunderbar. Gut, ja, wir gehen jetzt nochmal kurz in die Kategorie Issue Council, aber eigentlich hauptsächlich aus einem Grund, nämlich um euch nochmal darauf hinzuweisen, dass es ja jetzt einen neuen Issue Council gibt und dass dieser komplett überarbeitet wurde. So wie er jetzt hier im Bild gerade zu sehen ist, sieht er jetzt aus. Er ist sehr viel übersichtlicher, er ist sehr viel sortierter. Denkt daran, dass wenn ihr den Issue Council aufruft, ihr eingeloggt sein müsst. Also das heißt, ihr müsst mit eurem Account dran sein, sonst kommt ihr gar nicht rein. Und dann macht nicht den gleichen Fehler wie der mit den zwei Daumen hier, dass ihr
am Anfang das falsche Projekt auswählt und erstmal hier sagt Issue Council. Denn hier werden nur die Fehler für den Issue Council gesucht, während hier es um das tatsächliche Star Citizen-Spiel geht. Und ich dann so, wieso findet ihr den Fehler nicht, den ich hier sehe? Was ist denn das? Ja, also, ne, handle with care. Ansonsten ist das Ding, wie gesagt, neu sortiert. Es gibt eine sehr viel bessere Übersicht dann im Endeffekt, welche Patches, welche Fehler und welche Bugs gerade relevant sind, welche auch letztendlich als nächstes gefixt werden sollen. Das alles ist sehr viel übersichtlicher. Und ja, du hast schon relativ viel Zeit damit verbracht, Sulu. Ja, in der Evo-Phase und Co. hat man natürlich sehr viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und man muss auch wirklich dazu sagen, durch die Suchfilter und Co. macht es uns hier auch die Arbeit viel einfacher, weil man nämlich mal kurz rangucken kann, was sind denn gerade so die schlimmsten Bugs, zumindest der Community nach. Und da ist vielleicht zu erwähnen, dass es gerade Probleme, wie eigentlich immer, deswegen kann man es auch immer wieder erwähnen, mit Ultra-Wide-Screens gibt. Das Interface funktioniert da mal wieder nicht so ganz ordentlich. Sorry, Astro-Sam. Ja. super immersive Geschichte, nur leider nur dann, wenn es auch richtig funktioniert. Genau, ansonsten der Standard-Bug ist wieder da, das Duplizieren von Schiffen, wenn man sie claimt. Das heißt, nicht wundern, wenn ihr auf einmal 38 Aurora irgendwann in eurem Account habt. Eigentlich ist es nur eine. Dann ganz häufig vorkommt, auch die haben es leider in den Live-Patch geschafft, dass das Mobi-Glas sich nicht öffnen lässt, dass ihr kein Interface habt, kein UI habt, um überhaupt irgendwo hinzuspringen oder ihr oder solche Geschichten wie künstlicher Horizont, die euch nicht angezeigt werden und all solche Geschichten, genauso wie ein dauerhaft vorhandener Cursor. Empfehlung da einfach immer, startet das gesamte Spiel einmal neu und guckt, ob es dann immer noch da ist. Und wenn es dann noch da ist, dann guckt einmal nach, dass ihr den User-Ordner löscht. Und da vielleicht auch schon mal der Hinweis, weil auch das viel im Issue-Council kam und es das leider nur ganz nach unten in die Patch-Notes von CRG geschafft hat, der Ordner für den der User-Ordner hat einen neuen Ort. Das heißt, guckt da, dass ihr den richtigen Ordner erwischt. Richtig, genau. Und jetzt zum Abschluss für diese Kategorie noch der für mich absolut wichtigste Fehler, den ich gestern selber am eigenen Leib feststellen musste, und zwar, dass die von mir in blutiger Handarbeit customisierte 315P keine Kaffeemaschine gerade drin hat, keinen Wecker gerade drin hat, nichts. Es ist nichts in dem Schiff drin, außer die beiden Weingläser, die man nicht anfassen kann. Eine Frechheit. Ich wollte gestern damit schön gelassen von bei Genie Point nach Everest Harbor fliegen und komme da rein und ich sieht so aus, als hätte die Cleaning Crew das Ganze ausgeräumt da drin. Ich würde sagen, Shoutout an Wolfgang, ne? Genauso wie du sie gerne magst. Genau so ist es, richtig, ja. So ist es. Ist übrigens auch hier unter Trending ganz, ganz oben der Fehler. Fiel mir doch deshalb gerade auf. Ja, also wie gesagt, beschäftigt euch einfach ein bisschen damit. Es ist das wichtigste Tool, was wir letztendlich als Backer hier haben, um auch direkt und ganz konkret Feedback zu geben, ohne dass man lange texten muss im Spectrum oder irgendwen anschreiben, sondern dass man einfach sagt, hier, der Fehler ist mir aufgefallen, den kann ich zum Beispiel gleich, also da kann ich zum Beispiel gleich sagen, ach guck mal hier, das ist ein Valid Issue, den habe ich auch gehabt, genau wie ich es jetzt gerade quasi live gemacht habe, denn damit hilft man der ganzen Sache schon deutlich weiter. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen zum Abschluss, zum Fazit und zu unserer Player Experience jetzt hier rund um diesen Patch. Man merkt ja, wir waren jetzt schon relativ weit unterwegs damit oder viel unterwegs damit und dementsprechend, huch, der Sudo ist hier gerade aus dem Interface verschwunden, den will ich jetzt mal schnell noch wieder einfügen. Ich gehe jetzt einfach mal in unser Basic Talk zurück, genau so rum, machen wir es so. Ja, dann kommen wir doch nochmal zu so ein paar Highlights, die man so persönlich hat aus diesem Patch. Was steht bei dir auf Nummer 1? Ja, es ist immer so schwierig auf Nummer 1. Das kann ich dir beim nächsten Patch, ja? Und das, was im nächsten Patch kommen soll, kann ich es dir sagen. Ja, okay, wir wissen alle, wovon du redest. Aber ich glaube, so eins der Sachen, die mich auf jeden Fall am meisten beschäftigt hat, ist die Thematik Mounted Guns. Ja, okay. Weil ich die Mounted Gun erstmal finden musste.
Die und Mounted musste, Gun. Naja, also die Partys gibt's. Genau, und ich muss ehrlich sagen, ich habe sie nicht selber gefunden. Ich habe nachgefragt und habe Hilfe bekommen über Spectrum. Denn wir haben ja jetzt, das hat CIG ja auch im Inside Star Citizen einmal geteasert, jetzt eben so eine Waffe, wie wir sie beispielsweise auf dem Cyclone finden können, beim Cyclone TR, haben wir jetzt auch als ja im Endeffekt Geschützturm, den wir bedienen können. Und die finden wir aktuell bei den Junkyards. Junkyards, genau, danke. Und das ist genau der Punkt, denn sonst habe ich sie auch bisher noch nirgendwo gefunden. Aber auf den Junkyards sind sie eigentlich relativ deutlich zu finden. Das heißt, zum Beispiel bei Daymar, auf Daymar gibt es ja einen Junkyard. Da weiß ich auch ganz genau, dass der aktuell anspringbar ist. Der hat einen Jump-Punkt bekommen. Mhm. Also da könnt ihr sie beispielsweise mal testen. Okay, ich muss ja sagen, ich habe sie selber ja auch im Spiel noch nicht gesehen, aber jetzt wundert es mich auch nicht, dass ich sie nirgends gesehen habe bisher. Man steht ja schon ziemlich ungeschützt auf den, an den Teilen da, ne? Also so. Ja, ich hatte auch eigentlich erwartet, wie bei Star Wars, dass man da vielleicht mal so eine, ja, eine Kanzel hat. Oder sowas. Zumindest so eine Schutzwand gibt, die bis zur Waffe hochgezogen ist. Richtig. Man dann aus so einem Schutz rausguckt. Ja, aber nee, man steht da sehr, sehr frei. Aber billige Sandsäcke wären ja schon was gewesen, ja. Ja, genau. Man muss aber natürlich sagen, dafür ist sie auch sehr mobil. Ja gut, okay, das ist wohl wahr, ja, das ist richtig, ja. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, sie hat zwar endlos Munition, aber ich habe mal versucht mit auf eine, ich bin mit einer Vanguard hingeflogen, mit einer Warden. Ja. Ich habe mal auf die Warden geschossen. Okay. Nichts passiert? Ich habe die linke Maustaste festgeklebt und es ist nichts passiert. Okay, alles klar. Oh, okay, mal gut. Mal gucken. Also schießt mal fröhlich aufeinander, Freunde. Und dann sagt uns einfach, was passiert, wenn ihr das macht. Genau. Vielleicht passiert ein bisschen mehr, ja. Ja, für mich persönlich als reines Interessensgebiet, was ich sowieso schon seit einer Weile jetzt verfolge, um diese Mechanik einfach zu lernen und kennenzulernen, in der Art und Weise, wie sie ausgearbeitet wird, sind die Mining-Komponenten und neuen Mining-Module, die es jetzt gibt. Da gibt es ja auch jetzt eine ganze Auswahl von und vor allem wurde ja auch das System jetzt zwar auch schon mit dem letzten Patch, aber im Endeffekt jetzt hier gerade speziell nochmal darauf geändert, dass das jetzt sozusagen Module sind, die einfach auch passiv wirken. Das bedeutet also, die man jetzt nicht aktivieren muss, sondern die letztendlich dazu führen, dass man eben entsprechende Stats von den Lasern und ähnlichem verbessert und verändert und dass man sich jetzt doch schon ziemlich gut darüber Gedanken machen muss, was man so an welchen Laser ranklemmt. Also gerade vielleicht nicht so ultra spannend, wenn man jetzt nur alleine mit FPS-Mining unterwegs ist oder auch vielleicht nur ganz alleine mit einer Prospector. Da wird es interessant. Aber gerade mit einer Argo und ähnlichem wird es jetzt richtig spannend, wenn man sich da unterschiedliche Setups zusammenstellt. Ne? Genau. Und da vielleicht auch der kleine Hinweis für alle, die ihre Consumables vermissen, die es bisher gab. Die heißen jetzt auch Module. Und wenn ihr entsprechend im Shop guckt, dann gibt es die Module in aktiver und in passiver Form. Die aktiven sind die ehemaligen Consumables, die passiven sind jetzt die neuen Module. Genau, und dementsprechend könnt ihr euch dann das Setup zusammenstellen, was ihr gerade haben wollt und dann natürlich auch gucken, was eure Erfahrungen sind, gerade mit einem kleinen Mining-Team zusammen. Man könnte sich auch einen Rock und einen Rock DS und sowas zusammen vorstellen und ähnliches, wenn man dann sich unter Umständen ein Setup baut. Ne? Fand ich cool. Absolut, genau. Und dann gibt es noch so ein paar kleinere Dinge, auf die man vielleicht nochmal eingehen sollte. Also auf jeden Fall ja die SDF Shields, die einfach absolut genial aussehen. Wir haben jetzt endlich sauberes, ordentliches Feedback dazu, wo wir treffen, wie stark wir getroffen haben und auch als Personen, die eben nicht im Schiff sitzen und sehen, wie stark die Schilde noch sind. Einfach durch die farbliche Veränderung der Treffer auf dem Schild können wir jetzt erkennen, wie stark die Schilde noch sind. In dem Zusammenhang auch, da habe ich auch eine etwas längere Diskussion auf dem Discord-Server geführt, weil CRG eben gesagt hat, es ist aktuell nur das Design
das mit ergänzt wurde. Anscheinend ist aber mit diesem Zusammenhang auch die Trefferberechnung angepasst worden. Und damit ist zumindest im Arena Commander, beziehungsweise wenn das Schiff, auf das man schießt, stillsteht, sind auch die Schildlöcher gefixt worden. Mhm. Sobald sich das Schiff bewegt, ist das wieder etwas schwieriger und dann gibt es durchaus noch wieder Schildlöcher, die man finden kann. Genau. Und das andere ansonsten Law System. Also genau, ganz Ruf kurz, abgesehen davon, dass sie Rattenaffen scharf aussehen jetzt. Das wollte ich nur noch mal erwähnen an der Stelle, weil es einfach unglaublich cool ist jetzt, wie es aussieht. Ja, sorry. Ja, bitte. Ich möchte immer noch die Pistole gerne haben, die sie uns in Inside Star Citizen gezeigt haben. Ja, ja. Für die STM Shields. Ist schon klar. Ja, die Superpistel, ja. Mhm. Genau. Nee, genau. Ansonsten, wie gesagt, zu den kleineren Verbesserungen zählt dann auf jeden Fall auch die Verbesserung im Law System. Das heißt, sie haben jetzt einige Anpassungen daran gemacht. Wann kriegt man Crimestat? Wie hoch ist der Crimestat, den man bekommt? Jetzt bekommen beispielsweise auch alle im Schiff einen Crimestat, wenn man irgendwas entsprechend gemacht hat, wofür man einen Crimestat kriegen kann. Aber ich glaube, die wichtigste Verbesserung dabei ist, zumindest nach meinen Tests bisher, ist das Clasher gefixt. Das heißt, die Missionen spawnen sauber. Man verliert das Multitool nicht mehr so schnell, man kann ordentlich verkaufen und in den, ich würde mal sagen, mir ist es nicht aufgefallen, dass es jetzt noch auftreten würde, man kommt auch aus dem Gefängnis raus, ohne wieder zurückgesteckt zu werden, beziehungsweise ein Crimestat dafür zu bekommen. Genau, wieder Crimestat zu kriegen, ne? Wenn du, was ja vorher großes Problem war in dem Patch davor. Ja, also das auf jeden Fall ausprobieren. Unsere Daten sind da natürlich nie repräsentativ, sondern nur das, was wir letztendlich aus unseren eigenen Erfahrungen und dem, was wir auch so hören und mitbekommen, ziehen. Das heißt, da könnt ihr uns natürlich auch noch was zu erzählen. Ansonsten vielleicht zum abschließenden Fakt, was man noch so nebenbei erwähnen könnte. Zu Sudos großer Freude für items.sc Workarounds gibt es auch neue Klamotten. Und es wurde also auch noch ein bisschen was an den Rüstungen getan, wo man dann wieder rausfinden muss für deine Plattform, wo das denn nun ist und wie viel sie denn kosten und worum es sich da eigentlich genau handelt. Ne? Genau, es gibt neue Kleidung, es gibt neue Rüstungen, sie haben neue Schiffe ergänzt, das heißt, ihr könnt jetzt auch die Starrunner, die Tellen in beiden Varianten und die Nomad im Spiel für Ingame-Geld erwerben. Da ist CIG ja mittlerweile relativ schnell, neue Schiffe auch Ingame zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also da waren wir wieder fleißig. Genau. Und dementsprechend, wenn ihr dort Dinge sucht und wenn euch sowas interessiert, wo findet man was im Verse? Das bedeutet Komponenten, Rüstungsteile, Waffen, was auch immer euer Bäckerherz begehrt. Schaut mal bei items.sc Workarounds vorbei, das ist nämlich jetzt auch up to date und dementsprechend könnt ihr euch da informieren, abgesehen von den vielleicht knapp 5000 Bildern, die noch fehlen, die man letztendlich nie wirklich zusammenkriegen wird, sage ich jetzt mal so. Drück den Finger noch in die Wunde, danke. Ja, es tut mir leid, aber so bitter ist das nun mal. Das ist das, so. Aber nee, die Datenbank ist ansonsten da und nutzt das Ganze, um es entsprechend rauszusuchen. Ja, ich habe jetzt von meiner Seite aus nichts mehr bei mir auf der Liste. Es gibt natürlich noch ein paar allgemeine Sachen, die wir noch erzählen können. Einfach so zum Abschluss und an der Stelle schon mal darauf hinweisen, dass wenn ihr Lust habt, könnt ihr an einer Community-Abstimmung zum Patch teilnehmen. Das Ganze über unser YouTube-Profil. Direkt unter Community findet ihr einen Tab, wo auch immer mal wieder Updates von uns gepostet werden und dort findet sich eine Abstimmung. Die ganze Sache wird natürlich im Video auch nochmal verlinkt und dann sind wir einfach mal grundsätzlich an eurem Feedback, Daumen hoch, Daumen Mitte, Daumen runter zum Patch 3.13 interessiert. Das heißt, guckt doch da auf jeden Fall mal rein und klickt doch da mal, wie ihr selbst mit eurem Gefühl zu diesem jetzt aktuellen Patch steht. Wir haben ja so ein bisschen die Wahrnehmung, dass das tatsächlich auch bei der Bäckergemeinde sehr, sehr unterschiedlich ausgeht. Bei den Leuten, bei denen es läuft, läuft es 1A, wie bei mir zum Beispiel. Und bei den Leuten, bei denen es nicht läuft, läuft es aber auch gar nicht. Also so mal so gar nicht. Startet nicht mal das Spiel. Ja, das habe ich so bisher so mitbekommen. Genau, startet nicht, man kommt nur in Arena Commander und Star Marine, aber nicht ins PU. Ja. Das sind alles aktuell so Probleme. Mal gucken. Genau, mal gucken, richtig.
Was können wir allgemein noch sagen? Natürlich ist der Sale wieder gestartet in dem Moment, wo auch die Alpha gestartet ist. Das bedeutet also, der Cyclone MT, der Rock DS sind im Sale. Dazu noch eine ganze Reihe Skins. Für die Nomad gibt es fünf neue Skins. Für die Mercury Star Runner gibt es fünf neue Skins. Es gibt außerdem die Mercury Star Runner jetzt auch wieder als Warbond Upgrade zu kaufen. Das bedeutet, jetzt aktuell läuft eben dieser Sale immer rund um den neuen Quartalspatch. Und dann gibt es auch noch ein Referral-Bonus-Programm, was wir kurz erwähnen können. Wenn ihr da noch mehr Infos haben wollt, könnt ihr auch noch mal in den SCB-Verse-Report reingucken oder in den News-Alert dazu. Ganz wichtig, wenn ihr neue Leute bis zum 10. Mai anwerbt, die sich wirklich für Star Citizen entscheiden, das heißt, die mindestens $40 im Store investieren von ihrem neuen Account aus, dann kriegen beide eine Aurora ES als Schiff mit Lifetime Insurance in den Hangar gestellt. Ist ein ganz schöner Anreiz, also könnt ihr gerne mal probieren und dementsprechend dann einfach auch gerne euer Feedback hinterlassen. Und dann gibt es noch eine Information, die du hattest zu der Rüstung, die mit dem Rock DS zusammengeliefert werden soll. Oder es sind ja, im Endeffekt sind es ja, glaube ich, drei verschiedene Rüstungsarten, ne? Also Farben, so rum. Genau, also es gibt ja die Skins jetzt für ein Rock DS und wenn man sich ein Rock DS in der Combo dann entsprechend mit Skin kauft, dann gibt es auch noch eine Rüstung dazu. Genauso wie man Skin und Rüstung auch komplett separat kaufen kann, ohne den Rock DS dazu zu erwerben. Und da gibt es aktuell die Besonderheit, das ist relativ klein auf der Website versteckt. Und mich haben da eben schon viele Anfragen heute erreicht, eben die Thematik, diese Rüstungen werden nachgeliefert, die kommen im Laufe des Sommers. Sind also nicht direkt irgendwo zu sehen, kann man nicht direkt sofort anziehen. Das heißt, ihr könnt leider noch nicht euren orangenen Rock in die orangenen Nomad in einer orangenen Rüstung tun, sondern müsst das momentan noch in einer Rüstung tun, die nicht farblich ganz dazu passt. Genau. Too bad. Aber es wird kommen und dementsprechend auf dieser leichten Note enden wir jetzt auch mit dieser Episode jetzt hier. Ich glaube, wir haben alles gesagt oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Nee, genau. Viel Spaß im Patch. Genau. Wenn ihr noch wenn ihr weitere Informationen zum Referral-Bonus braucht oder euch das nochmal im Detail anhören wollt, wir haben mit dem Live der 3.13 haben wir ein News Alert gemacht. Da ist nochmal alles zusammengefasst im Detail, worauf ihr alles achten müsst bezüglich Account-Erstellung und wo ihr die ganzen Codes findet und Co. Also da könnt ihr ansonsten auch kurz einfach in den News Alert kommen. Richtig, so ist es. Und ansonsten bedanken wir uns hier wie üblich einmal im Quartal ganz herzlich bei unseren Patreon-Unterstützern. Schön, dass ihr länger dabei seid und natürlich auch, dass die Kampagne weiterhin so gut läuft, auch gerade wenn man weiß, es ist jetzt der Startschuss für 2021, der erste Patch des Jahres, der ist in der Regel noch relativ zahm und wir sind sehr gespannt, wie sich das Jahr natürlich weiterentwickelt und wir freuen uns, dass ihr uns da so lebhaft und vor allem auch so engagiert über Dauer unterstützt. Das ist eine ganz tolle Sache und auf diese Art und Weise macht es dann auch besonders Spaß, hier solche Videos für euch aufzunehmen. An dem Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön für die tolle Vorbereitung, denn du hast nicht nur dich einmal quer durch den Patch gearbeitet, sondern du hast letztendlich auch viele Stunden mit Videoproduktion dafür zugebracht. Von daher herzlichen Dank, Solo. Das war echt cool. Immer gerne. Sehr cool, ja. Genau, und das nächste Mal seht ihr uns beide dann wahrscheinlich in dieser Kombination bei der nächsten Folge The Deeper Look. Sobald die Patch-Berichterstattung jetzt so ein bisschen abgeschlossen ist, werden wir uns da auch wieder ransetzen. Wir haben schon das neue Thema im Stream per Voting bekommen oder es wurde schon entschieden. Das sagen wir jetzt aber noch nicht, sondern lasst euch einfach überraschen, was dann als nächste Folge kommt. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute, und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. We'll be right back.